Landesvertreterin Andrea Klambauer und Wiens Vizebürgermeister Christoph Wiederkehr. Beate, du hast das Wort. Danke, einen schönen guten Morgen und herzlich willkommen hier Andrea Klambauer und Christoph Wiederkehr. Letzte Woche war ich gar nicht in Österreich, ich war in Finnland und in Estland und habe mir das dortige, die dortigen Bildungssysteme und dortigen Schulen angeschaut. Und da werde ich auch noch später darauf zu sprechen kommen, weil es sich ja zufällig so getroffen hat, dass letzte Woche unser Bundeskanzler eine Rede über seine Vision Österreich 2030 gehalten hat. Und wenn ich nach Finnland und nach Estland schaue und sehe, welche bei uns diskutierten Utopien dort schon lange Realität sind, so bin ich doch einigermaßen enttäuscht gewesen, wie wenig Vision, wie wenig Zukunft und wie wenig Innovationsfreude, aber auch Entscheidungsfreude da in der Rede von Karl Nehammer zu finden war. Ich habe den Eindruck, dass die ÖVP derzeit lieber über Zukunft redet, anstatt sie aktiv zu gestalten. Viele der Themen, die durchaus richtigerweise von Nehammer angesprochen wurden, wie zum Beispiel die Steuer- und Abgabenlast, aber auch die Notwendigkeit, endlich einen Ausbau von Kinderbetreuung voranzutreiben. Ich glaube, Lippenbekenntnisse und Reden bringen uns da nicht mehr weiter. Die ÖVP ist seit 36 Jahren in der Regierung, stellt über einen Großteil der Zeit auch den Finanzminister und in all diesen Jahren ist nichts passiert, um die Steuer- und Abgabenquote endlich unter 40% zu bringen oder auch ernsthafte Schritte unternommen worden, um wirklich einen flächendeckenden Ausbau von Kinderbetreuung voranzutreiben. Ich habe also eher den Eindruck, dass es eine Rede nicht zur Zukunft Österreich war, sondern ein Eingeständnis des Versagens der ÖVP in der Bundesregierung in den letzten 36 Jahren. Um Ihnen einen Eindruck zu vermitteln, wie dringend notwendig es ist, aber auf Themen wie zum Beispiel die Steuer- und Abgabenlast zu schauen, möchte ich noch einmal das anhand eines Beispiels versuchen. Ich habe das die letzten Wochen immer mal wieder gebracht. Faktum ist, dass Menschen, die 1975 sozusagen Gutverdiener waren, ähnlich 1975 besteuert wurden, als es jetzt Menschen sind, die im Mindestlohntarif oder also sagen wir mal branchenspezifischen Mindestlohn sind. Ganz konkret beispielsweise nehmen wir eine Friseurin, die jetzt knapp 1500 Euro brutto verdient im Monat. Die kommt schon in die Besteuerung hinein, also die zahlt schon Steuern. Etwas, was im Mindestlohn 1975 so nicht war. Aber vor allem werden von ihrem Bruttogehalt als Arbeitgeberkosten 38% abgezwackt für Sozialversicherungsbeiträge und Ähnliches. 38% ist enorm viel und das in einem Mindestlohn. Und jetzt stellen wir uns die Frage natürlich, wie soll das jetzt weitergehen in einer Zeit von 11% Inflation, in einer Zeit, wo wir ja merken, wo wir alle merken, dass es kein Aufstiegsversprechen mehr gibt. Dass das, was einmal gegolten hat, Arbeit, mach eine Ausbildung, eine gute, find einen guten Job, streng dich an, leist was und dann kannst du dir was aufbauen und vielleicht auch für deine Kinder was aufbauen, dass das einfach nicht mehr Gültigkeit hat in Österreich. Also dieses ehrliche Aufstiegsversprechen, sich aus eigener Kraft etwas aufbauen zu können, geht nur und ausschließlich in einer Zeit von 11% Inflation, wenn ich bereit bin, als Bundesregierung massiv die Menschen zu entlasten und wirklich dafür Sorge zu tragen, dass es eine echte Entlastung gibt, eine nachhaltige Entlastung gibt und die Menschen mehr Einkommen haben, um besser auskommen zu können. Stattdessen werden derzeit die Staatsausgaben in die Höhe getrieben mit der Gießkannenpolitik, der Förderungen, der Subventionitis, wie ich das nenne. Die Bundesregierung, ÖVP und Grüne gehen durchs Land und beschütten jedes Problem, das sie sehen, mit Geld. Also immer dann, wenn es irgendwo ein Problem gibt, wird das mit Geld überhäuft und meistens nicht sehr zielgerichtet. Also man schaut nicht an, sind das jetzt die Schwächsten in der Gesellschaft, die wir wirklich stützen müssen? Oder sind das beispielsweise steuerzahlende Menschen, die wir eher entlasten könnten, dabei, wenn wir die Steuerlast reduzieren? Jetzt ist es aber so eine Sache mit den Förderungen und Staatsausgaben. Die Staatsausgaben und Förderungen von heute sind die Steuerbelastung von morgen.
Das heißt, die oberste Aufgabe der ÖVP sollte es jetzt, gerade der ÖVP, die angeblich sagt, Leistung muss sich lohnen, dafür müsste sein, dafür Sorge zu tragen, dass der Haushalt konsolidiert wird, dass den Schwächsten geholfen wird und dass gleichzeitig Spielräume geschaffen werden, um wirklich die Steuern-Abgabenquote auf unter 40% zu bringen. Und Sie kennen das, wir haben ganz konkrete Vorschläge gemacht und Pläne auf den Tisch gelegt, wie das möglich ist, beispielsweise auch bei der Entlastung der Lohnnebenkosten. Nur vielleicht ein kleines Nebenargument wieder. Also die Bundesregierung facht die Inflation an. Das tut sie. Allen voran natürlich, weil sie sozusagen an den Preisen im Bereich Preisbildung, im Bereich der Energiekosten nichts bewirkt hat. Auch hier nur subventioniert. Sie kennen die Vorschläge, die es gibt, dass man zumindest das iberische Modell, was die Entkopplung von Strom- und Gaspreis oder die Unterstützung des Strompreises angeht, dass man das implementieren hätte können. Aber sie facht die Inflation auch weiter an, indem sie nicht bei den Arbeitgeberkosten, bei den Lohnnebenkosten einen Teil übernommen hat. Wir haben im Sommer Ihnen vorgerechnet, dass man 10 Prozentpunkte Lohnnebenkosten auf der Arbeitgeberseite übernehmen könnte von staatlicher Seite und damit einen Spielraum schaffen könnte für 5% mehr Nettolohn. Warum ist das wichtig, dass es vorher auch diese Entlastung der Lohnnebenkosten gibt? Weil Kosten Kosten sind. Und wenn ich sozusagen höhere Nettolöhne will, was ich auch möchte, 11% Inflation, die Menschen müssen mehr verdienen, dann muss ich Sorge dafür tragen, dass ich nicht in eine Lohnpreisspirale komme. Die gibt's ja, offensichtlich, 11% Inflation. Also irgendwas machen wir falsch. Irgendwas macht die Bundesregierung falsch in Österreich im Vergleich zu anderen Ländern in Europa. Und ein Teil daran liegt natürlich auch sozusagen in der Anfachung dieser Lohnpreisspirale, weil man eben nicht die Kosten auf Arbeitgeberseite gleichzeitig gesenkt hat. Was auch mittlerweile dazu kommt, ist die notwendigen Debatten im Gesundheitssystem kennen Sie, auch im Bildungsbereich mit den Ausgaben zur privaten Nachhilfe. Gerade die Mitte der Gesellschaft, die Menschen, die also jetzt nicht die Superreichen sind und die Bestverdiener sind, aber die Menschen, die arbeiten gehen und Steuern zahlen, die zahlen doppelt. Sie zahlen doppelt, indem sie eine private Krankenversicherung abschließen, weil sie merken, für ihre Kinder wird es schwierig, beispielsweise einen Kassenkinderarzt zu finden. Sie zahlen doppelt, weil sie Nachhilfe zahlen für die Kinder. Sie zahlen doppelt, weil sie die Nachmittagsbetreuung oftmals finanzieren müssen selber. Also das heißt, für diese enorme Steuerlast, die ich habe, die ich zu tragen habe, gerade auch in der Mitte, bekomme ich eigentlich immer weniger. Und das ist nicht in Ordnung. Gerade hier muss ein Staat, muss eine Bundesregierung oder sollte auch ein Kanzler, der von Visionen redet, vorangehen und sagen, ich will, dass die Leistungen des Staates besser werden, weil wir können uns nicht mit dem Mittelmaß begnügen. Und ich habe den Eindruck gehabt, vor allem, was ich gehört habe von Nehammer, Mittelmaß ist sozusagen mittlerweile unser Standard und offensichtlich unser Ziel geworden. Wir geben uns als NEOS nicht damit zufrieden. Für uns geht es darum, Österreich wieder an die Spitze zu bringen und das in ganz, ganz wesentlichen Bereichen, auf die ich zu sprechen komme. Ich möchte noch zwei Aspekte aus der Rede rausgreifen, weil ich sie wirklich bemerkenswert gefunden habe. Das sind die Punkte Energie und Sicherheit. Also ich habe schon gesagt, bei den Energiekosten kann man auch sozusagen auf der Kostenseite, auf der Preisseite etwas machen. Natürlich besser auf europäischer Ebene, aber natürlich könnte auch Österreich da etwas tun. Aber allein die Tatsache, dass wir in so einem Ausmaß abhängig sind von russischem Gas und das natürlich auch ein Grund ist, warum die Preise so gestiegen sind, weil ja Putin auch die Preise hat steigen lassen, er hat ja Gas als Waffe, ist ein hausgemachtes Ergebnis einer schlechten Politik in der Vergangenheit. Es ist natürlich so, dass die Politik immer wieder in die OMV hineingemischt hat und dass es auch politisch unterstützt war, sich in diese Abhängigkeit, dass Österreich in diese Abhängigkeit gestürzt wurde, an der Gasleine, wie das auch sozusagen von der E-Control sogar bezeichnet wurde, an der Gasleine Putins liegt. Und der zweite Bereich ist die Sicherheitsstrategie. Sie haben es von mir schon gehört. Also ich halte es für inakzeptabel, dass ein Jahr nach dem Einmarsch Russlands in der Ukraine, nach diesem Beginn sozusagen des Krieges, den Putin vom Zaun gebrochen hat und dieser Zeitenwende, Nehammer sich hinstellt und sagt, ja, bis 2030 wird eine neue Sicherheitsstrategie vorlegen. Bis 2030. 7 Jahre.
Ich meine, bitte, Entschuldigung, schlafen die alle im Verteidigungsministerium und im Bundeskanzleramt? Nahezu jedes Land in Europa hat in den letzten Monaten die Sicherheitsstrategie angepasst. Das sind wir doch den Menschen schuldig in Österreich. Das heißt, es gibt nur zwei Möglichkeiten. Entweder die Bundesregierung hat eine Strategie, das Verteidigungsministerium hat eine Strategie, der Kanzler hat eine Strategie, aber sie sagen es euch nicht. Variante A. Variante B ist, es gibt keine. Und beide Fälle sind inakzeptabel. Dagegen auch Protest einlegen und im Parlament vorantreiben, die Frage einer Sicherheitsstrategie und auch unsere eigenen Vorschläge präsentieren. Ich war aber dabei, sozusagen zu sagen, was denn eine Vision umfassen müsste. Und da möchte ich jetzt ganz kurz auf den Bildungsbereich zu sprechen kommen und auf das, was ich letzte Woche in Finnland und Estland gesehen habe. Warum Finnland und Estland? Fangen wir vielleicht so an. Österreich an die Spitze bringen. Wir wollen nicht Mittelmaß sein, sondern wir wollen die Besten sein. Lange Zeit war Finnland das beste Bildungssystem der Welt. Hat die PISA-Studien, also diese PISA-Rankings alle angeführt. In den letzten Jahren wurde Finnland überholt von Estland. Warum fahrt man nicht in diese Länder und schaut sich an, was die dort eindeutig besser machen? Und dann kommt man drauf, dass all das, und wissen Sie, das tut mir auch gut, weil oftmals stelle ich mich hin und bete unsere Forderungen, unsere Vorschläge, unsere Pläne im Bildungsbereich runter. Und ich habe oft den Eindruck, das wird gar nicht richtig oft verstanden, was ich da sage. Man redet, man hat die Neos, die haben da halt irgendeine wolkige Utopie, wenn sie zum Beispiel von Schulautonomie reden. Und dann setzt man sich in den Flieger und fliegt nach Helsinki und stellt fest, das ist keine Utopie, sondern das gibt's. Schulautonomie gibt es. Die wird gelebt in Finnland wie in Estland. Das heißt nicht, dass es ein Ministerium oder eine Bildungsdirektion sind, die die Erlässe geben und alles kontrolliert wird, sondern dass das System auf Vertrauen basiert, auf Vertrauen. Vertrauen in die Lehrerinnen und Lehrer, von denen alle wissen, die machen ihren Job. Vertrauen in die Schulleiter und Schulleiterinnen, die die beste Ausbildung auch bekommen, um Schulleiter zu sein. Vertrauen auch übrigens in die Schülerinnen und Schüler und Vertrauen in die Eltern, dass man gemeinsam an einem Strang zieht. Und dieses Vertrauen bedeutet auch, den Schulen das Vertrauen zu geben, völlig autonome Entscheidungen zu treffen. Das heißt, Lehrer selbst anzustellen. Das Budget zu verwenden. Es ist völlig autonome Sache der Schule in Finnland wie in Estland, den Unterricht so zu gestalten, wie sie das möchten. Das geht dann bis hin in Estland. Ich habe zwei Schulen besucht, wo es nur an 4 Tagen Unterricht in der Schule gibt und am 5. Tag sind die Kinder zu Hause und lernen mit natürlich digitalen Plattformen. Weil, also in Estland waren alle Schulen ans Internet angeschlossen im Jahr 2001. Das müssen Sie sich mal vorstellen. Ja? 2001 sind alle Schulen in Estland bereits vollständig ans Internet angeschlossen gewesen. Und wir sitzen im Jahr 2023 da und sehen immer noch die Probleme in Österreich. Ich meine, das ist ja wirklich, wir haben ja da ein Vierteljahrhundert aufzuholen gegenüber diesen Ländern. Also gut, und die haben dort beschlossen, einen 5. Tag, vor allem dann für die größeren, für die älteren Schülerinnen und Schüler, das ist ein sogenannter Independent Learning Day, wo die Kinder sozusagen mit digitalen Plattformen eine Einführung in der Früh haben, 15 Minuten, dann 3 Stunden selber erarbeiten, das, was an Projekten oder Zielen oder Aufgaben vorgesehen ist. Da gibt es teilweise Zeiträume über 7 Wochen, wo sie sich das auch einteilen können, wie sie das erarbeiten. Da gibt es immer so 2 Stunden, wo alle Fachlehrer erreichbar sind für etwaige Fragen und gegen 14 Uhr wird das dann alles abgegeben. Und übrigens, weil diese fast schon ideologischen Diskussionen bei uns geführt werden, selbstverständlich sind da Schulen, Schulsysteme, Bildungssysteme, wo dort ab 7 die Kinder bis 16 gemeinsam unterrichtet werden und es keine Trennung mit 10 gibt, weil es einfach Blödsinn ist. Und selbstverständlich sind das übrigens natürlich auch Schulen, wo alle Kinder ein warmes Mittagessen gemeinsam haben in der Schule. Und selbstverständlich sind das Bildungssysteme, die erst ab höherem Alter Noten geben, weil sie überhaupt keinen Sinn darin sehen, Noten zu geben, sondern sich da auf sehr ausführliches schriftliches Feedback konzentrieren, weil das wesentlich besser ist, auch für Kinder, auch für Eltern, auch für Lehrerinnen und Lehrer zu sehen, wie können wir dann in bestimmten Kompetenzen die Kinder weiterentwickeln. Also wenn ich etwas mitnehmen würde, dann ist es sozusagen die volle Schulautonomie auf der einen Seite, das Vertrauen ineinander auf der anderen Seite und vor allem dann auch der umfangreiche Einsatz von digitalen Instrumenten. Also Digitalisierung in Schulen schaut dort nicht so aus wie bei uns, dass irgendwie den Kindern ein Laptop vielleicht gegeben wird und
dann gibt es ein paar Superlehrer, die das schon implementieren im Unterricht und manche halt gar nicht. Aber die Kinder haben einen Laptop, man kann irgendwie das Ganze abhaken. Ich habe auch sehr bemerkenswert gefunden, Sie kennen die Diskussion bei uns zu ChatGPT, ne? Ich glaube, gerade im Journalismus beschäftigt man sich auch damit, was machen wir jetzt, wenn jetzt auf einmal eine künstliche Intelligenz Artikel schreiben kann oder Referate schreiben kann oder einen Aufsatz schreiben kann oder Reden für Politiker schreiben kann. Und bei uns gibt es natürlich reflexartig, weil in Österreich ist ja, das System baut ja nicht auf Vertrauen. In Österreich baut das System auf Kontrolle. Ja, also bei uns gibt es einen sehr obrigkeitsliebenden Staat, der Bürger als Untertan, alles muss kontrolliert werden. Und ich habe halt daher erlebt bei uns die Diskussion, die gleich geführt wurde, naja, das muss man verbieten. An Unis verbieten, an Schulen verbieten. Dann habe ich in Estland war das die Frage gestellt, bei den dortigen Bildungsagenturen, so, ja, wie geht es denn mit ChatGPT um? Kontrolliert sie das? Und sie haben gesagt, ja, bei völlig fassungsloses angeschaut, hat gesagt, naja, aber wir haben doch überhaupt nicht die Ressourcen, sowas zu kontrollieren. Das geht ja gar nicht. Nein, das wird eingebettet, man muss eh kritisch Quellen hinterfragen und viele Lehrer nutzen das schon aktiv im Unterricht, weil die Kinder müssen sowieso lernen, damit umzugehen. Das wäre aber eine Vision gewesen, auch vorzuzeigen, was die Kompetenzen sind. Bei uns reicht das dann immer nur aus, zu sagen, wir wollen jetzt ein Schulfach programmieren. Dabei ist genau die Frage, was müssen Kinder für Kompetenzen haben im 21. Jahrhundert, doch so entscheidend. Denn wenn ich mir jetzt meine Kinder anschaue, die sind jetzt noch im Kindergarten oder in der ersten, also in der Unterstufe im Gymnasium. Wenn ich mir überlege, dass die dann in 20 Jahren die Innovationstreiber oder auch diejenigen sein werden müssen, die die Probleme lösen, so stelle ich mir doch die Frage, weiß ich überhaupt jetzt schon die Fragen, die die überhaupt beantworten können müssen? Wir haben doch immer schnellere Innovationszyklen. Nehmen Sie jetzt die künstliche Intelligenz, das haben wir halt mal ChatGPT und es ist in vielen Bereichen schon im Einsatz. Aber was machen wir denn wirklich dann, wenn in 20 Jahren sozusagen künstliche Intelligenz gescheiter ist als die Gesamtheit der Menschheit? Da können wir doch nicht jetzt das in Lehrpläne hineinpressen, was dann für Antworten gegeben werden müssen. Und diese Systeme, Bildungssysteme, die das verstanden haben, die werden auch erfolgreich sein. Und das hätte ich mir gewünscht in einer Vision vom Bundeskanzler. Ich sage Ihnen aber was diese Rede war. Diese Rede war der Beginn des Wahlkampfs. Es war eine Kampfansage gegen die Grünen und die Grünen haben gleichermaßen letzte Woche eine Kampagne vorgestellt, wo sie von Klimaglück reden, so als wenn sie gar nicht in der Regierung wären. Es gibt zwar immer noch kein Klimaschutzgesetz unter grüner Energieministerin, aber sie machen eine Kampagne, die erinnert an die Zeit, als die Grünen in Opposition waren. Das heißt, der Wahlkampf ist eröffnet, der Wahltag steht aber noch nicht fest. Und das ist schade für Österreich, das ist bedauerlich, denn wir sind in einer schwierigen Lage und um Österreich wieder an die Spitze zu bringen, muss man jetzt einen Neustart in ganz vielen Bereichen wagen und Reformen angehen. Was ist unsere Vision als NEOS? Wir haben eine ganz klare Vision. Wir stehen ein für eine freie und gerechte Chancengesellschaft, sodass alle Menschen in Österreich die gleichen Chancen haben, unabhängig, wer die Eltern sind, unabhängig vom Bildungshintergrund, unabhängig vom Einkommen der Eltern. Und ja, aus diesen Chancen müssen die Menschen auch selber etwas machen können. Wir brauchen ein starkes Sozialsystem für die, die nicht können, aber nicht für die, die nicht wollen. Wir wollen ein ehrliches Aufstiegsversprechen, dass jeder und jede in die Lage versetzt wird, Chancen zu ergreifen und sich selber etwas aufbauen zu können. Und so eine freie und gerechte Chancengesellschaft basiert auf Vertrauen, auf Innovation und auf Transparenz, auf Augenhöhe. Das sind die wesentlichen Faktoren, die es braucht. Und das ist unsere Vision, die ist enorm mächtig, wenn man nur endlich diese richtigen Schritte setzt. Und wir tun das. Wir NEOS machen das, überall da, wo wir in Verantwortung sind. Und deshalb bin ich froh, dass Andrea Klambauer und Christoph Wiederkehr heute da sind. Weil natürlich können wir ein System wie ein Bildungssystem nicht von heute auf morgen ändern und schon gar nicht in Wien allein, wenn auf Bundesebene überall die Betonierer unterwegs sind. Aber überall da, wo wir können, dort machen wir auch auf dem Weg zu einer freien und gerechten Chancengesellschaft. Und ich freue mich sehr, dass ihr heute da seid, präsentiert, was ihr alles umsetzt, was ihr macht. Und ich würde gerne an dich einmal gleich übergeben, Andrea Klambauer, was du schon alles gemacht hast und was auch deine Vorhaben wäre für die nächste Salzburger Landesregierung. Vielen Dank, Beate. Einen schönen guten Morgen. Ich freue mich, hier zu sein. Die ziemlich leere Rede von Bundeskanzler Nehammer
Da hat er versucht, ein Bild zu zeichnen, das an den Krisen die Pandemie schuld ist und dann auch natürlich der Krieg Russlands auf die Ukraine. Aber er hat einen ziemlich getrübten Blick auf das Geschehen, denn ganz viel von dieser Krise ist hausgemacht, ganz viel dieser Probleme sind verursacht durch das, was sich aufstaut, weil die Bundesregierung redet und nicht macht. Und übergeblieben ist von dieser Rede auch ein Wunschkonzert, was er sich vorstellt, aber zu regieren, das ist nicht, dass man eben ein Wunschkonzert erzählt, sondern dass man macht. Und das war auch der Eindruck, den ich 2018 gewonnen habe. Ich war davor ja 20 Jahre in der Privatwirtschaft, wo man es gewohnt ist, dass Dinge rasch umgesetzt werden. Und auf einmal sieht man diese Versäumnisse, die sich über Jahrzehnte aufstauen. Da war der Fachkräftemangel, der natürlich schon sichtbar war und der sich mittlerweile zu einem echten Arbeitskräftemangel in Salzburg aufgestaut hat, wo man lieber darüber redet, wie niedrig die Arbeitslosenquote ist und dabei übersieht, dass eigentlich die Hütte brennt. Das ist natürlich auch die Klimawende, wo in Salzburg nichts passiert ist und wo von den Frauen erwartet wurde, dass sie ihr Leben danach ausrichten, nach der fehlenden Kinderbetreuung. Und das waren auch meine Eindrücke, die ich bekommen habe in den ersten Wochen, nämlich verzweifelte Mütter, die zwar ein Recht auf Teilzeit gehabt hätten, aber dennoch ihren Job kündigen mussten, weil es eben nicht einmal eine Teilzeitbetreuung gegeben hat. Das war aber auch im Wohnbauressort verzweifelte Mieterinnen und Mieter, die zwar im geförderten Wohnbau leben, aber tausende Wohnungen errichtet worden sind nach dem SPÖ-Modell, wo man zwar mit ganz günstigen Mieten startet, was fein ist in den ersten Jahren, aber dann so steigende Mieten hatte, dass die Mieterinnen und Mieter gezwungen waren, auszuziehen. Und es war natürlich auch die Jugend, weil ja, Jugendpolitik in Salzburg war, dass man Förderungen auszahlt an Vereine, an Vorfeldorganisationen, aber nicht, dass man die Jugend ernst nimmt und ihr zuhört. Und diese Versäumnisse waren auch den eigenen Wählern ja, bewusst und sichtbar, wenn man sie angeschaut hat. Die Glaubwürdigkeit unter den eigenen Wählern der ÖVP war bei 4% und die Zukunftsfähigkeit bei 8%. Wir haben jetzt in den letzten 5 Jahren ein Fundament gelegt für eine spürbar bessere Zukunft in Salzburg und haben Schritt für Schritt in all den Bereichen, wo ich Verantwortung trage, auch die Dinge umgesetzt. Vieles ist uns gelungen, noch nicht alles. Dafür waren sicher die Versäumnisse zu groß. Aber wir haben ja damit begonnen, dass wir gesagt haben, all das, was wir uns als Koalition vorgenommen haben, haben wir in einen transparenten Regierungsmonitor geschrieben und jeder hat Verantwortung übernommen für Ziele. Ich habe in meinen Ressortbereichen für 62 Ziele die Verantwortung übernommen und 54 davon umgesetzt und erreicht. Und das ist es auch, was die Menschen brauchen, damit sie wieder Zuversicht gewinnen. Und wenn ich Ihnen das jetzt auch ein bisschen erläutere, was da passiert ist, dann mache ich das nicht, um mich oder uns abzufeiern, sondern deswegen, weil wir sehen, wie groß der Politikfrust der Menschen ist. Und wenn wir das Vertrauen gewinnen wollen, dann müssen wir umsetzen und eben das, was wir ihnen versprechen, auch tatsächlich liefern. Wir können da nicht Jahrzehnte warten, wie das offensichtlich in der Bundesregierung so der Fall ist. Der Anker ja, von uns allen und auch was uns so wichtig ist, die elementare Bildung, da gab es Riesenversäumnisse in Salzburg, ich habe schon erwähnt, die viele sind vor allem Mütter, die eben sogar ihre Jobs aufgeben mussten wegen der fehlenden Kinderbetreuung, Bürgermeister, die eben erwartet haben, dass sie das Familienbild gestalten. Und wir haben jetzt in der Fläche und in der Qualität sehr viel umgesetzt. Wir haben in einigen Bezirken die Kleinkindbetreuung vom Angebot her verdoppelt. Wir haben 2.500 Betreuungsplätze geschaffen. Wir haben den besten Betreuungsschlüssel in ganz Österreich, nämlich 7 Kinder pro Fachkraft. Und mir war von Anfang an bewusst, wenn wir ausbauen wollen und wenn wir die Qualität verbessern wollen, dann brauchen wir Fachkräfte. Und ich habe von Anfang an begonnen, Lehrgänge neu zu konzipieren und die sind bereits umgesetzt. Wir haben die Kollegs ausgebaut, wir haben nicht nur mehr Kollegs, sondern auch in den Bezirken, damit auch eine wohnortnahe Ausbildung ist. Und ich habe 2020 noch, wie ich das Fachkräftestipendium eingefordert habe,
von der damaligen Arbeitsministerin Aschbacher die Antwort bekommen, es gibt keinen Fachkräftemangel in der elementaren Bildung. Wir haben es dennoch gemacht und wir sehen, wie wichtig es ist. Wir haben in diesen 5 Jahren in Salzburg um 880 mehr Pädagoginnen und Mitarbeiterinnen in der Elementarpädagogik beschäftigt. Wir wissen, dass wir bis 2030 dieses Tempo aufrechterhalten müssen und 1300 zusätzliche Pädagoginnen brauchen. Wir haben aber auch die Arbeitsbedingungen verbessert, weil auch das braucht es. Ich habe immer gesagt, am wichtigsten ist, dass die Pädagoginnen in ihrem Beruf bleiben können und wollen. Wir haben die Vorbereitungszeit ausgebaut auf 7 Stunden. Das war die erste Verbesserung seit 1988. Und wir werden sicher nicht wieder 3 Jahrzehnte warten, bis wir den nächsten Schritt setzen, sondern es braucht es kontinuierlich. Und jetzt kommt der nächste große Schritt. Mit 1. April für euch in Wien ist es selbstverständlich, für uns ist es ein Meilenstein, nämlich der Gratis-Kindergarten für die Kinder ab 3 Jahre. Das war etwas, was wir schon entwickelt, vorgelegt, gefordert haben. Im Zuge einer Wahlkampfrede vom Landeshauptmann hat er das jetzt in Aussicht gestellt. Und ich sage mal so, es ist ein Glück für die ÖVP, dass sie uns in der Regierung haben, weil wir das als Macher sofort umsetzen. Und wir warten nicht auf eine nächste Periode, sondern wir haben das sofort in Angriff genommen. Ihr habt das in dem Moment, wo die Möglichkeit bestanden ist, umgesetzt. Und ab 1. April kommt der Gratis-Kindergarten. Und damit schaffen wir diesen Zugang in die erste Bildungseinrichtung, nämlich den Kindergarten, kostenlos für alle Kinder und damit auch ein wichtiger Schritt hin zur Chancengerechtigkeit. Beim Thema Wohnen, ja, der Wohnbau, das war sicher etwas, wo sie sich gedacht haben, das schieben wir den Neos zu, weil da beißt man sich in Salzburg die Zähne aus, da gibt es nicht viel zu gewinnen, die Probleme waren groß. Und ja, ich habe das dennoch sehr gerne angenommen und das Erste war mal, dass wir diese Betonwände, die da errichtet wurden, ideologisch gesehen zwischen der SPÖ und der ÖVP einmal niederbrechen, nämlich die SPÖ, die nur Miete will, weiterhin die ÖVP, die nur Eigentum will, sieht man auch in der Rede von Nehammer wieder. Und Eigentum bei der ÖVP heißt, und so hat es lange funktioniert, dass man Grünland im Bauland umwidmet und damit immer den Wohnbau sicherstellt. Aber das ist nicht zukunftsfähig und das, wir haben ganz klar gesagt, das wird es mit uns nicht geben. Wir haben da auch immer wieder die Reibung deswegen. Wir haben viel in den Eigentum investiert, aber hier vor allem in die Wohnungen, in den mehrgeschossigen, in den verdichteten Wohnbau. Wir brauchen den Mut, dichter und höher zu bauen in Salzburg. Wir haben aber ganz vieles für die Mieterinnen und Mieter getan. Ich habe das zuerst geschildert, diese alten Modelle mit den stark steigenden Mietpreisen. Wir haben 25.000 Wohnungen in ein Mietensenkungsprogramm aufgenommen. Wir haben die günstigen Zinsen vor 3 Jahren dazu genutzt, dass wir die Wohnungen neu finanzieren, die ja üblicherweise über 4 Jahrzehnte finanziert werden. Wir haben den ganzen Zinsgewinn, den wir dadurch erreicht haben, an die Mieter weitergegeben und haben jetzt in Salzburg Mieten im geförderten Wohnbau, und das sind insgesamt 40.000 Wohnungen, die um 2% pro Jahr steigen. Und das ist genau das, worüber in ganz Österreich geredet wird, was Wirtschaftsforscher Bartelt fordert, was auch Felbermayr fordert, nämlich wir brauchen konstant niedrig, moderat steigende Mieten. Und das habe ich umgesetzt, weil wir dieses Mietensenkungsprogramm zu einem Zeitpunkt vorantrieben haben, wo es möglich war, wo die Zinsen günstig waren. Wir haben aber auch bei der Wohnbeihilfe sehr viel gemacht im letzten Jahr. Auch das ist vorausschauende Politik, dass man sich schon vorher überlegt, welche Konzepte kann man umsetzen, wenn es notwendig ist. Und wie im Februar die Betriebskosten so wahnsinnig gestiegen sind in den Wohnungen, haben wir sofort unser Modell der erhöhten Wohnbeihilfe, der erweiterten Wohnbeihilfe ausgerollt. Wir haben zum einen den Kreis der Anspruchsberechtigten erweitert. Wir haben die Wohnbeihilfe erhöht um 6 Millionen pro Jahr und haben jetzt etwa 29 Millionen in Salzburg, die wir über die Wohnbeihilfe zielgerichtet auszahlen. Und das ist auch, gerade Felbermayr war es diese Woche in der ZIB2, der gesagt hat, das braucht zielgerichtete Wohnbeihilfe. Und wir haben es umgesetzt. Wir haben im letzten Jahr alle 20.000 Anträge neu berechnet, ohne zusätzlichen Antrag der Mieterinnen und Mieter, um ihnen die Wohnbeihilfe auszuzahlen. Und haben eben auch
den Kreis der Anspruchsberechtigten erweitert. Zielgerichtet nach Familiengröße, nach Wohnungsgröße, also Miete und Einkommen. Und das ist es, was wir fordern und das ist es, was wir auch umsetzen. Im Bereich der Jugend, die Jugend ernst nehmen heißt Klimaschutz ernst nehmen und damit auch ihr Leben ernst nehmen. In Salzburg ist in meinem Bereich der einzige, wo wir jedes Jahr unsere Klimaziele erreicht haben. Das ist eben in meinem Bereich der Gebäudesektor, wo wir ganz stark in Richtung Sanierung gegangen sind, wo ich gesagt habe, Sanierung, wie ich gekommen bin, war das, wenn man altes Badezimmer rausreißt und ein neues reinbaut, das war Sanierung. Habe ich gesagt, das kann ja nicht das Ziel von Sanierung sein. Es muss sein, energetische, thermische Sanierung. Das heißt, Gebäudehülle, Dach, Fenster. Weil alles, was wir da sparen an Energie, braucht man nicht anders zuführen, braucht man uns nicht überlegen, braucht man russisches Gas oder eine andere, sondern es geht einmal in erster Linie darum, sinnvolle Maßnahmen zu setzen. Und das ist uns gelungen. Und wenn ich mit den Jugendlichen im Austausch bin, im Gespräch bin, dann sage ich ihnen auch, dass es gibt einen Bereich, wo wir die Klimaziele erreichen, weil wir sie ernst nehmen und alles unternehmen, um das auch zu schaffen. Wir sind ganz stark aber auch in den Austausch mit den Jugendlichen gegangen, über den Landesjugendbeirat, aber auch zum Beispiel über den Jugendreport, einen der größten in Österreich, bei dem sich jetzt wieder 2600 Jugendliche beteiligt haben, uns mitgeteilt haben, was sind ihre Anliegen, ihre Sorgen, ihre Wünsche. Und wir sehen den großen Stress und den großen Druck, unter dem unsere Jugendlichen stehen. Und auch da gilt es, das wirklich ernst zu nehmen und genau hinzuschauen. Und so gehen wir Schritt für Schritt voran. Wir sind auf einem guten Weg. Und es geht mir vor allem darum, dass wir das Vertrauen aufbauen, dass eine solche Politik möglich ist, die eben macht von dem, was zuvor geredet wird und tatsächlich umsetzt. Die letzten 5 Jahre waren aber sicher kein Spaziergang. Wenn man so das Machtsystem der ÖVP sich anschaut, dann gibt es natürlich immer diese zweite Reihe und die hat schon eine ordentliche Schlagkraft in Salzburg, wo man auch durchaus kämpft, wo es durchaus Blockaden gibt und wo ein sehr altes Politikverständnis vorherrscht. Und manchmal, gerade wenn ich mir jetzt auch die Nehammer Rede anhöre, habe ich das Gefühl, dass sie in ihrem eigenen System so gefangen sind, dass sie selber nicht mehr in die Umsetzung kommen, weil es eben Bünde gibt, wo sie liefern müssen und sich gegenseitig blockieren. Ich sage, in diesen Zeiten, in harten Zeiten, können wir uns eine solche Politik nicht mehr leisten. Wir müssen da wirklich in eine neue Politik, in ein neues Politikverständnis kommen und wir haben viel zu tun. Wie gesagt, wir haben das Fundament gelegt, jetzt gilt es, die nächsten Schritte zu setzen. Ich habe ganz klar gesagt, im Bereich der elementaren Bildung gilt es zum einen, all das weiterzumachen, was wir jetzt in den 5 Jahren aufgebaut haben, das heißt der Ausbau, bessere Öffnungszeiten, all dies, aber es braucht auch einen Rechtsanspruch. Wir haben im neuen Gesetz den Versorgungsauftrag der Gemeinden ab dem ersten Geburtstag, ganzjährig, ganztägig, aber es fehlen die Sanktionen. Es ist noch immer so, dass dieser Versorgungsauftrag nicht durchgesetzt werden kann. Das heißt, wir brauchen einen Rechtsanspruch auf Kinderbetreuung. Wir brauchen aber auch, und das sehen wir zum Beispiel, viel mehr Maßnahmen im Bereich der Ferienbetreuung. Auch da sehen wir, dass die Bildungsdirektion überhaupt nichts von dem umsetzt, wofür es Mittel vom Bund gäbe, nämlich im Bereich der Ganztagsschulen, im Bereich der Ferienbetreuung. Und während wir in der Kleinkindbetreuung schon 3/4 der Institutionen maximal 5 Wochen geschlossen haben, und das ist das, was sich eben mit Berufstätigkeit vereinbaren lässt, ist der harte Aufprall für viele Eltern dann, wenn das Kind in die Volksschule kommt und plötzlich 13 Wochen die Schule zu hat. Wir wollen aber auch stärker werden, natürlich, damit wir auch noch mehr von dem umsetzen können. Beispielsweise, dass wir Klimaschutz und Wirtschaft verbinden, auch da haben wir einen starken Fokus drauf, dass wir die Versäumnisse, die es gibt, ich habe es zuerst schon gesagt, es wird viel geredet in Salzburg, wie niedrig die Arbeitslosenquote ist, aber es braucht hier wirklich starke Maßnahmen, weil das mittlerweile ein Arbeitskräftemangel ist, der wirklich in allen Bereichen mittlerweile unser Wachstum hemmt, wo die Unternehmen mittlerweile nicht mehr so wirtschaften können, wie sie es möchten, weil ihnen schlichtweg die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen fehlen.
Die Tourismusstrategie des Landeshauptmanns ist ausständig und die Industrie hat einen langen Forderungskatalog geliefert, der sich in vielen Bereichen mit unserem Programm deckt, wo es wirklich um die Umsetzung geht. Wir wollen aber auch ein leistbares und lebenswertes, generationengerechtes Salzburg aufbauen. Das heißt, auch im Bereich des Wohnens gilt es, nächste Schritte zu setzen. Da vor allem im Bereich eines Mietzuschusses für junge Menschen, die momentan noch nicht ausreichend abgedeckt werden, und Mietkaufmodellen, wo man es mit dem Einzug bereits in die Rückzahlung geht und damit sich Eigentum aufbauen kann. Ja, eine Stimme für NEOS ist auch eine Stimme für sehr ambitioniertes und wirksames Machen für ein spürbar besseres Leben. Ich freue mich aufs Weitermachen in Salzburg und übergebe jetzt an dich, Christoph. Danke. Danke auch. Ja, es geht ums Machen und nicht nur ums Reden. Und das Wichtigste in der Politik ist ein Vertrauen. Das ist die wichtigste Währung. Und die Aufgabe eines Bundeskanzlers wäre, in einer Zeit, in der auch das Vertrauen der Bevölkerung in die Politik so erschüttert ist, das Vertrauen zurückzugewinnen. Aber mit seiner Rede und mit dem Kurs, den er jetzt einschlägt, macht er genau das Gegenteil. Nämlich hier in der Koalition noch stärker die Blockade in den Vordergrund zu stellen. Und die Koalition auf Bundesebene war für mich nie das Beste aus beiden Welten, weil das funktioniert nicht. Aber jetzt, was es auf jeden Fall ist, ist es die Blockade aus beiden Welten. Nämlich in der Koalition gegeneinander Politik zu machen. Dann redet man, dann streitet man zwar, aber dann geht nichts weiter. Und das wäre das Essentielle jetzt, dass in wichtigen Themenbereichen auch Fortschritte zu sehen sind. Und das heruntergebrochen auf Themenbereiche, wo sich die Bundesregierung blockiert, ist zum Beispiel Klimaschutzgesetz schon erwähnt. Aber genauso damit verbunden das erneuerbare Wärmegesetz. Was heißt das, wenn es nicht umgesetzt wird? Nämlich, dass im ländlichen Raum noch immer dezentrale Gasthermen bei Wohnungsneubau entsteht. Obwohl wir alle wissen, bis 2040 wollen wir, müssen wir österreichweit und der ganzen EU CO2-neutral sein. Es gibt viele Gesetzesvorhaben auf Bundesseite, auf Bundesebene, die nötig wären, wo es eine gegenseitige Blockadehaltung auch gibt. Sehe ich zum Beispiel auch beim Informationsfreiheitsgesetz, wo seit vielen Jahren und Jahrzehnten versprochen wird, aber noch immer nicht umgesetzt wird und die Schuld immer woanders hin delegiert wird. Das ist nicht die vertrauensvolle Politik, die wir uns erwarten würden, die auch notwendig wäre, um Österreich voranzubringen. Und wie du richtig erwähnt hast und es auch in Salzburg vorzeigst, es geht darum, eigene Leistungen voranzubringen in der Politik, nämlich zu machen, zu gestalten. Und das transparent, nämlich darzustellen, was an den Regierungsvorhaben schon vorgelegt worden ist, was umgesetzt worden ist, wie du sehr, sehr viel umgesetzt hast. So gibt es auch in Wien einen Regierungsmonitor, wo man jeden Tag nachschauen kann, welche Ziele, welche Abkommen, welche inhaltlichen Vereinbarungen wurden schon umgesetzt oder sind umsetzbar. Und es ist unsere Art der Politik, nämlich nachvollziehbar zu machen, was wir tun. Nicht Blendgranaten zu zünden, sondern uns selber verantwortlich zu machen, um das Ziel ist das Vertrauen der Bevölkerung in die Politik und darum, dass wir Lösungen bringen, wieder zu stärken. Und wo braucht es Lösungen? Ganz wesentlich natürlich im Bildungsbereich. Hier beginnend im Kindergarten, nämlich die elementare Bildung ist die erste Sprosse auf einer Chancenleiter. Und wenn auf einer Leiter die erste Sprosse nicht da ist, wird es schwierig, auf die zweite zu kommen. Darum wichtig, dass wir den Kindergarten stärken, so wie du es in Salzburg machst, wie wir es aber auch in Wien machen. Hier einerseits das Thema die Bildungschancen der Kinder, aber auch die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Und da gibt es in vielen Regionen Österreichs einfach noch viel zu wenige Plätze. Oder zum Mittag muss man die Kinder abholen oder 5 Wochen die Kindergärten geschlossen sind. Das geht nicht, hier Familie und Beruf zu verbinden, wenn solche Rahmenbedingungen bestehen. Da bin ich stolz darauf, dass wir in Wien für 3- bis 6-Jährige über 100%ige Versorgung haben für die Kinder, damit auch wirklich jedes Elternteil das Kind in die elementare Bildung geben kann, weil es fürs Kind gut ist und auch für die Familien gut ist. Das heißt, ja, was brauchen wir dringend? Ausbau, flächendeckende Kindergartenplätze, auch ganztägig. Im Bereich der Schule, Ganztagesschule, ganz essentiell. Wir wissen es aus Finnland, aus Estland, aus vielen Studien. Die ganztägige Bildung ist vor allem für Kinder, die nicht ein Elternhaus haben, wo sie jeden Tag unterstützt werden, unglaublich essentiell. Und darum brauchen wir endlich hier einen Turbo österreichweit zum Ausbau der Ganztagesschule. Wir hier in Wien
haben jedes Jahr 10 neue Standorte, die wir öffnen für die Ganztagesschule, um hier dieses Angebot zu intensivieren, Bildungsmöglichkeit der Kinder und auch für die Eltern, um Familie und Beruf hier wieder zu verbinden. Ich schließe mit einem letzten Punkt ab, nämlich der Rot-Weiß-Rot-Karte. Ich fand es sehr interessant und eigentlich absurd, dass Kanzler Nehammer wieder mal eine neue Rot-Weiß-Rot-Karte angekündigt hat, weil es gab erst vor kurzem einen Gesetzesbeschluss, wo die Behörden, ich bin ja für die Vollziehung zuständig, erst die Umsetzung implementiert haben. Ich frage mich, warum hat man die Reform nicht gleich gescheit gemacht? Das erinnert mich da oft an das, wie die ÖVP Politik macht, immer ein bisschen herumdoktern, anstatt einem großen neuen Wurf. Und der wäre dringend notwendig, weil wir brauchen in Österreich, so ehrlich muss man sein und so klar muss man es benennen, mehr qualifizierte Zuwanderung. Ja, weniger irreguläre und illegale Zuwanderung, aber mehr legale Zuwanderung, weil wir haben einen massiven Fachkräftemangel. Die jetzige Rot-Weiß-Rot-Karte dient nicht dafür. Ich frage mich nur, wofür wurde sie gerade reformiert, wenn der Kanzler gleich wieder eine Reform ankündigt. Hier sieht man wieder das Vertrauen der Bevölkerung, fehlt dann zu Recht, wenn hier solche Ablenkungsmanöver gemacht werden. Es braucht eine ambitioniertere Politik, es muss mehr gemacht werden. Reden alleine reicht nicht. Streit in der Regierung selber schadet dem Vertrauen und der Koalition. Es muss mehr konstruktiv vorangehen in diesem Land, um Österreich an die Spitze zu bringen. Vielen Dank. Es gibt Fragen. Bitte kurz warten auf das Mikro, damit man uns auch im Stream hört. Bitte. Ich hätte zwei Fragen. Eine an die Frau Meindl-Reisinger. Sie haben heute massiv die ÖVP kritisiert und dass die in einer Regierung nichts weiterbringt. Wenn die Neos gestalten wollen, wäre die einzige Alternative in irgendeiner Form wohl eine Koalition mit der SPÖ. Aber kann man mit der SPÖ in dieser Situation, mit diesem Rosenkrieg überhaupt zusammenarbeiten? Was sagen Sie zu diesem Rosenkrieg in der SPÖ? Nachher hätte ich eine Frage an Herrn Wiederkehr. Es gibt Probleme der Kindergarten Mini Bambini ist in Insolvenz. Was ist da aktuell der Stand der Dinge? Wie viele Kinder sind heute ohne Kindergartenplatz? Also ich danke Ihnen sehr herzlich für die Frage. Natürlich habe ich jetzt die ÖVP angesprochen, weil die seit 36 Jahren in der Regierung sitzt und den Kanzler stellt. Und der Kanzler hat sich aufgeschwungen, letzte Woche eine Rede zur Vision 2030 zu halten. Und es war aber nichts. Ja, Satz mit X war wohl nix. Deshalb habe ich mich hier sozusagen konzentriert auf die ÖVP. Was soll man sagen zur SPÖ? Es tut weh beim Zuschauen. Also ich glaube, dass man... Also ich fange mal so an, es gibt, ich glaube, dass die SPÖ muss ihre Probleme selber lösen, die brauchen auch keinen Zuruf von einer liberalen Parteichefin, Punkt 1. Punkt 2, als Frau habe ich schon mir das ein oder andere Mal gedacht, naja, würde man auch so mit der Vorsitzenden umgehen, wenn es ein Mann wäre, aber mehr werden Sie jetzt von mir dazu nichts hören. Die müssen ihre Probleme selber auf die Reihe kriegen, aber allgemein, ÖVP und SPÖ bringen nichts mehr zusammen. Diese beiden alten Parteien sind kaputt, auch wenn man es vielleicht gerade bei der SPÖ mehr sieht als bei der ÖVP, weil bei der ÖVP mehr Disziplin ist. Aber in Wahrheit bringen die ja überhaupt keine eben Vision mehr zustande. Sie geben Antworten basierend auf den ganz alten Schubladen, wo sich schon Staub angesammelt hat über Jahrzehnte, wo sie halt immer hineingegriffen haben. Ich habe teilweise den Eindruck auch, dass sie gar nicht verstanden haben, was rundherum passiert. Also wenn ich eben nochmal dieses Mittelmaß, das ich da so gesehen habe. Also ich finde, Nehammers Rede war eine Rede zur Preisung des Mittelmaß. Wir werden ein Problem kriegen in Österreich. Und zwar in ganz vielen Bereichen. Andere Länder ziehen uns davon, was das Wachstum angeht. Andere Länder ziehen uns davon, was die Innovationskraft angeht. Andere Länder ziehen an uns vorbei, was die Bildung angeht. Andere Länder ziehen an uns vorbei, was die Energiewende angeht. Und ja, dann nehme ich auch die Grünen sozusagen in die Verantwortung, weil sie sich abfeiern dafür, dass sie die Grünen tun so, als hätten sie das alleinige Recht, sie für Klimaschutz einzustehen. Und sie wissen, dass uns das ein großes Anliegen ist. Ich bin aber nicht immer der Meinung, dass dieser linke Klimaschutz, wie die Grünen ihn auch sozusagen vor Augen haben und wie das auch manche Organisationen haben, der richtige Weg ist. Ich glaube, dass wir das ernst nehmen, aber aus einer Mitte-Position heraus,
Also anders als die ÖVP, die nimmt nichts ernst, ja, aber was Klimaschutz angeht. Aber wir nehmen das ernst aus einer Mitte-Position heraus, wo wir sagen, es geht um Innovation und auch um die Verbindung von Umwelt und Wirtschaft, weil wir marktfähige Lösungen brauchen. Und da ist aber ein enormes Potenzial drin und eine enorme Chance drin. Und wirklich liefern tun sie da ja auch nicht. So, also jetzt zu Ihrer Antwort. Ich werde jetzt keine Koalitionsspielchen jetzt schon spielen. Wie gesagt, das ist zwar Wahlkampf, das ist offensichtlich. Ich bin auch gespannt, wie das jetzt dann zukünftig wird mit ÖVP und Grünen. Die werden wahrscheinlich mehr streiten, immer weniger zusammenbringen. Das wird dem Vertrauen in die Politik nicht gerade zuträglich sein. Aber es ist noch nicht einmal ein Wahltag da und wir werden dann sehen, wie dann alles ausgehen wird. Bezüglich Mini Papini, wir haben das ganze Wochenende durchgearbeitet, vor allem die Verwaltung hier, die ihr Bestes gegeben hat, um jedem Kind einen Platz in einem Kindergarten in der Nähe auch zur Verfügung zu stellen. Das ist nicht selbstverständlich, was hier geschafft worden ist. Es sind über 800 Kinder, die hier betroffen waren. Meine bisherigen Berichte von heute Morgen sagen, dass so gut wie alle Eltern hier einen Platz bekommen haben. Die noch keinen Platz haben, können sich jederzeit an uns wenden. Wir sind hier jeden Tag darum bemüht, auch zur Seite zu stehen, einen weiteren Platz zu vermitteln, Wohnort oder arbeitsnahe, um den Kindern einen sicheren und guten Kindergartenplatz zu geben. Das war für mich immer die oberste Maxime in dem Fall Mini Bambine. Auch in der Zeit, als der Stadtrechnungshof Mitte Jänner den katastrophalen Bericht veröffentlicht hat, war für mich klar, Priorität 1 ist, haben die Kinder einen guten Platz und Perspektive. Und das Zweite ist natürlich, dass möglicher Fördermissbrauch in Wien keinen Platz hat und geahndet wird. Dementsprechend habe ich sofort Staatsanwaltschaft auch informiert und wir haben auch in weiterer Folge wesentliche Missstände festgestellt, was einen Förderstopp zur Folge hatte. Wichtig war mir kein Förderstopp, der von einem Moment auf den anderen für die Kinder heißt, sie wissen nicht, was danach folgt. Es war bewusst mit dem Träger vereinbart, nämlich bis zu Ende diesen Monats noch die Kinder nachträglich abrechnen zu können. Die Insolvenz war unausweichlich. Sie ist dann doch schneller gekommen, als von manchen gedacht und als vom Träger kommuniziert, weil Mini Bambini bei unterschiedlichen Trägerschaften, nämlich zum Beispiel auch bei der Gebietskrankenkasse, massive Schulden hatte. Und sobald ein Insolvenzantrag gestellt wird, gibt es keine Grundlage mehr für den Betrieb des Kindergartens. Das war letzte Woche der Fall. Dementsprechend haben wir am Donnerstagabend und Freitag entschieden, das ganze Wochenende durchzuarbeiten. Es gab hier Informationsveranstaltungen vor Ort für die Eltern. Wir haben private Träger eingebunden, städtische Träger eingebunden. Und so ist es gelungen, sehr, sehr vielen Kindern einen Kindergartenplatz zur Verfügung zu stellen. Es gab mehr als 700 Kontakte mit Betroffenen. Viele haben sich auch selber einen Platz organisiert. Alle, die noch keinen haben, können sich jederzeit bei uns melden. Was heißt, fast alle haben einen Platz? Kann man das konkretisieren oder in Zahlen gießen? Das kann ich erst im Laufe der Woche machen, weil viele Eltern sich selber einen Platz organisiert haben bei einem privaten Träger und wir erst im Abgleich mit den privaten Trägern feststellen können, welcher früher bei Mini Bambini war und welcher dann woanders hingekommen ist. Wir können nur sagen, alle, die sich bei uns gemeldet haben, konnten wir einen Platz verschaffen. Es gibt noch ein paar, mit denen weiterer Gesprächsbedarf offen ist, nämlich ist es wohnortnahe genug. Aber es war auch verständlich, dass bei über 800 Plätzen, die sehr kurzfristig wegfallen, sehr, sehr viel Improvisierung notwendig ist, von allen Beteiligten, um bestmögliche Lösungen zu schaffen. Das heißt, mit heutigem Stand kann ich keine Zahlen nennen. Es können sich aber alle, die noch Fragen haben, sich an uns wenden. Eine kurze Frage an die Parteichefin. Der Bundeskanzler hat in seiner Rede auch diesen Vorschlag gemacht bei den Sozialleistungen, dass die in den ersten 5 Jahren halbiert werden sollen. Erst dann bekommt man sie voll, wenn man nicht hier gelebt hat in den letzten 5 Jahren. Was sagen Sie dazu? Also für mich ist eine aufrichtige und vertrauensschaffende Politik die, die auch klar sagt, was sie eigentlich will. Er hat das gesagt am Freitag und seitdem rätseln alle, was er eigentlich gemeint haben könnte. Sie haben es ja auch gestern gehört in der Pressestunde, der Herr Badl, der dann versucht zu deuten, dass er ja eigentlich vielleicht die Familienbeihilfe gemeint haben könnte. Jetzt hat heute die Ministerin Raab etwas ausgeschickt. Das geht so nicht.
Das ist doch keine ernsthafte Politik, sich hinzustellen und zu sagen, ja, ich habe da eine Idee, aber ich sage nicht konkret, und dann rätseln, dürfen alle mal rätseln, was er gemeint haben könnte, welche Teile, ab wann, für wen, für EU-Bürger ist ja rechtlich nicht möglich. Also das ist ja haarsträubend. Wissen Sie, das geht so direkt entgegen dem, was ich mir vorstelle unter ehrlicher und ernsthafter Politik. Also, die ÖVP ist jetzt in der Verantwortung, einmal konkret vorzulegen, was sie sich vorstellt. Und dann werden wir das entsprechend rechtlich prüfen und uns anschauen. Ich mache aber auf zwei Dinge darauf aufmerksam. Alles, was, oder so gut wie alles, was in dieser Richtung von Türkis Blau gemacht wurde in der vorherigen Regierung, hat der Verfassungsgerichtshof oder auch der Europäische Gerichtshof aufgehoben. Also vielleicht sollten Sie jetzt ein bisschen mehr Sorge dafür tragen, dass es auch rechtlich einwandfrei ist, was Sie da vorlegen. Das ist der Punkt 1. Und der Punkt 2 ist, wir haben einen Arbeitskräftemangel. Ich glaube, das ist das wichtigste Thema, das sich ein Bundeskanzler auch zu seinem machen muss, weil das bedeutet jetzt schon gravierender Wohlstandsverlust. Firmen ganz konkret können Aufträge nicht mehr annehmen, weil nicht weil die Aufträge nicht da sind, sondern weil die Mitarbeiter nicht da sind. Das heißt, es gehen Aufträge verloren, es geht so ein Einkommen verloren, es geht so Steuerleistung verloren und damit schwächt das auch unseren Sozialstaat. Das heißt, alles, was hier geplant wird vielleicht von der ÖVP, was dann auch wiederum dazu führt, dass wir vielleicht einen noch stärkeren Arbeitskräftemangel dem werden wir uns entgegenstellen. Gibt es weitere Fragen? Das ist nicht der Fall offensichtlich. Dann sage ich vielen Dank fürs Kommen und einen schönen Tag noch. Danke sehr. Danke sehr.